Und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Projekt Milliardär. Im letzten Video habe ich euch erzählt, dass ich die Bayer AG neu ins Depot über einen Sparplan aufgenommen habe und habe auch angekündigt, dass ich gleichzeitig noch eine andere Aktie mit ins Depot aufgenommen habe. Ja, und jetzt kommen wir zur Auflösung. Und zwar habe ich mich für die Visa-Karte entschieden, beziehungsweise die Firma Visa. Wir sind hier bei wikipedia.org und hier sieht man eine ganz gute Zusammenfassung von Visa und den Geschäftstätigkeiten dieser Firma. Ich denke mal, die meisten von euch werden Visa auch kennen und vielleicht sogar eine eigene Kreditkarte von dieser Firma haben. Ich finde es immer wichtig, sich über die Firmen zu informieren, in die man investieren möchte. Und dazu nutze ich zum Beispiel ganz gerne Wikipedia oder gebe einfach mal bei Google oder anderen Suchplattformen die Firma ein, für die ich mich interessiere. Und das kann ich euch auch nur nahelegen. Man lernt das Unternehmen ein bisschen besser kennen. Es gibt eigentlich immer wieder Situationen, wo ich irgendwas lese über die Firma, die ich interessant finde, was ich noch gar nicht wusste. Und ja, scrollen wir einfach mal ein bisschen runter und gucken uns an, was Visa zu bieten hat. Also hier ist nochmal beschrieben, dass Visa neben der Mastercard eine der beiden großen Firmen für Zahlungskarten ist und im Jahr 2016 rund 14.200 Mitarbeiter hatte. Im weiteren Verlauf im Bericht kann man auch sehen, wie viele Mitarbeiter das Unternehmen inzwischen hat. Hier stand 2018, waren es dann auch schon 17.000 Leute. Hier werden die einzelnen Kreditkarten erwähnt, die es so gibt. Die für die luxuriöse Gesellschaft, das ist die Black Card Visa, die habe ich nicht. Ich weiß es gar nicht genau, ich glaube, ich habe die Visa Classic, ohne es genau zu wissen. Aber ich bin auch auf jeden Fall über meine Bank, die Comdirect Bank, Besitzer einer Visa-Karte. Ja, hier sind nochmal einzelne Artikel über die einzelnen Länder und hier ist das Wichtige nochmal zusammengefasst, das Geschäftsmodell. Das Geschäft des Kreditkartenanbieters funktioniert nach folgendem Prinzip. Allein für die Abwicklung der Kreditkartenzahlung werden Gebühren erhoben. Das Risiko unbezahlter Kartenschulden tragen Banken und andere Organisationen, die die Kreditkarte ausgeben. Das heißt, Visa kriegt eine Provision für die Vermittlung des Geldes sozusagen. Aber wenn das dann ungedeckt ist, hat Visa da eigentlich kein Problem mit. Sie kriegen ihre Gebühr und das war's. Also das machen dann Kunde und Bank unter sich aus. Visa hat keinerlei Schaden dadurch. Was natürlich interessant ist, wenn man eine Aktie neu ins Depot legt oder sich für eine interessiert, wie war der Kursverlauf in den letzten Jahren? Für Daytrader ist natürlich interessant, wie war der Verlauf der Aktie in den letzten Stunden, Minuten oder wie auch immer. Gucken wir uns den Chart der Visa-Aktie an. Ich bin hier wieder mal auf traderfox.com. Nur als Zeitstempel, heute ist der 31.07., an dem ich dieses Video aufnehme. Es gilt das gleiche wie bei Bayer. Da ich Langfristanleger bin, ist der aktuelle Kurs von heute für mich relativ uninteressant. Wir sehen hier den aktuellen Kurs, 162,92 Euro. Ich gucke am liebsten in Euro, weil das ist für mich am interessantesten. Vom Dollarkurs habe ich im Endeffekt nichts. Natürlich spielen hier so Sachen wie Währungsunterschiede auch eine Rolle, aber ich denke auch im langfristigen Sinne gleichen sich solche Unterschiede auch immer wieder aus. Mal ist der Dollar stärker, mal ist er schwächer und da ich mit Euro bezahle und auch Euro haben möchte, gucke ich mir den Kurs in Euro an. So, klicken wir mal hier drauf, gucken uns mal den langfristigen Chart an, gehen wir mal sehr, sehr weit zurück. Und da sehen wir schon, dass der Kurs förmlich explodiert ist in den letzten Jahren. Ich bin auch schon lange hinter Visa her. Ich wollte immer einen Sparplan haben bei der Comdirect Bank, wo ich auch Visa besparen kann. Das war sehr, sehr lange nicht möglich. Inzwischen geht das.
Und da bin ich sehr, sehr froh drum. Ja, wenn man sich das so anguckt, allein jetzt hier von 2012 angesehen, da waren wir so um die 20 Dollar, Quatsch, Euro, Entschuldigung. Und wir stehen jetzt im Moment bei, wie gesagt, 163 Euro. Natürlich gibt es auch immer mal wieder Rücksetzer, kleinere Korrekturen, aber langfristig gesehen ist das schon ein gigantischer Schaden. Ja, gucken wir uns nochmal die wichtigsten Informationen an. Ich mache das jetzt quasi so wie beim Vorstellen der Bayer-Aktie. Gehen wir hier auf Infobox anzeigen, sehen wir die wichtigsten Sachen. Auch hier wieder Verlinkungen zu Berichten über Visa. Und ja, jeder kann sich da rauspicken, was er so am wichtigsten findet. Hier steht zum Beispiel der Börsenwert im Moment von 330 Milliarden Euro. Wie viele Aktien es gibt, wie hoch der Streubesitz ist. Die Internetseite ist verlinkt. Also das ist sehr, sehr schön und übersichtlich gestaltet hier. Wenn man die Bezahlvariante hat, kann man sich hier auch weitere Geschäftsberichte angucken. Hier sind aber in dem Bereich sind die Termine aufgelistet, wann Quartalszahlen kommen und so. Also das ist wirklich sehr, sehr gut organisiert aufgestellt hier. Ja, hier kann man sich die wichtigsten Zahlen angucken. Zum Beispiel den Umsatz. Hier fängt es ab 2009 an. Da hatten wir noch einen Umsatz von 6,29 Milliarden und sind inzwischen bei 19,66 Milliarden innerhalb von wenigen Jahren eigentlich. Ja, woran liegt das? Meine Vermutung ist, viele Regierungen und auch viele Menschen gehen ja inzwischen über, weniger Bargeld haben zu wollen. Ich sehe das ein bisschen anders. Also ich zahle auch ganz gerne mal bar, weil dann habe ich einen besseren Überblick über meine Finanzen. Aber so ist es nun mal halt in der Welt geworden. Bargeld wird immer weniger genutzt, teils politisch gefördert oder sagen wir mal erzwungen, teils von den Menschen so gewollt. Es ist ja auch lästig, sage ich mal, ein schweres Portemonnaie mit vielen kleinen Münzen mitzuschleppen. Kann man sehen, wie man möchte. Ihr könnt gerne auch mal in die Kommentare reinschreiben, wie ihr das seht. Bargeld, ja oder nein. Für mich gibt es auch positive Aspekte zum Bargeld. Hat auch ein bisschen was mit Freiheit zu tun. Aber gut, ich habe eine Visa-Karte. Ich sehe, wie sich die Welt entwickelt. Und von daher habe ich mich dazu entschieden, Visa auch über einen Sparplan jetzt ins Depot zu legen. Und ich denke, langfristig gesehen ist das eine gute Entscheidung. So, jetzt sind wir ein bisschen abgeschwiffen, wie auch immer. Gehen wir mal in den Gewinn rein. Da sehen wir auch, außer ein paar wenige Ausnahmen, hier zum Beispiel eine stetige Steigerung. Die Dividendenrendite ist hier angezeigt. Die ist natürlich relativ mickrig. Wir sind im Moment, im Jahr 2018 waren wir bei 0,5%. Das ist jetzt auch so um den Dreh. Also nicht wirklich viel. Man braucht schon eine Menge Aktien, um von der Dividende der Visa leben zu können. Aber die Steigerung, die ist natürlich sehr, sehr, sehr gut und eigentlich immer zweistellig. Also wenn man ein bisschen Zeit mitbringt, dann kann man auch da langfristig von guten Dividenden träumen. Das KGV ist relativ hoch, es war in den letzten Jahren aber auch schon deutlich höher. Gut, das ist für einen langfristigen Anleger jetzt auch nicht so wichtig, wie das momentane KGV ist. Also für mich ist es über einen Sparplan noch weniger wichtig, weil ich ja erstmal dann nur Bruchstücke kaufe. Sollte der Kurs von der Visa-Karte natürlich mal richtig in den Keller gehen, dann würde ich da auch eventuell durch einen Einmalkauf nochmal gut nachlegen. Ja, hier sieht man das Ganze nochmal grafisch aufgestellt, also Nettogewinnmarge, Umsatz, EBIT und Gewinn. Ja, also hier sieht man dann auch nochmal verschiedene Entwicklungen, zum Beispiel den Cash-Bestand oder die Gesamtverschuldung. Also man sieht, dass Visa ein sehr, sehr
gut aufgestelltes Unternehmen ist, eine Gelddruckmaschine ist, und das spiegelt sich meiner Meinung nach auch im Kurs wider. Ja, was man noch zu Visa sagen kann, es ist quasi ein Duopol mit der Mastercard. Es gibt nicht wirklich viel Konkurrenz und selbst wenn ein neues Unternehmen käme und versucht, dieses Geschäftsmodell zu kopieren, ist das natürlich sehr schwer. Also ich muss sagen, Visa, Mastercard, die haben schon einen gewissen Burggraben, weil so ein Geschäftsmodell, das stellt man nicht mal eben so auf. Und das kostet auch eine Menge Geld, um sowas zu gestalten. Ja, habt ihr eine Visa-Karte? Habt ihr die Visa-Aktie, was noch wichtiger ist? Dann schreibt es gerne in die Kommentare. Was haltet ihr davon, die Visa-Karte ins Depot zu legen? Gerne könnt ihr darüber diskutieren, mit mir oder auch untereinander. Schreibt es mal in die Kommentare, würde mich sehr freuen. Ansonsten würde ich mich über ein Like freuen. Das motiviert mich dann auch weiterzumachen. Und sollte es noch nicht geschehen sein, abonniert gerne den Kanal. Und ich wünsche euch bis zum nächsten Video alles Gute.